Frau Ernst-Cicic, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Wie sind die Zustände denn derzeit eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen, wenn 13.000 Menschen keinen Schlafplatz haben? Gibt es überhaupt irgendeine Struktur noch, die den Leuten vor Ort in irgendeiner Form hilft? Essen, trinken, was auch immer? Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe heute schon gesagt, dass Moria als Köhler bekannt war und jetzt kam das Fegefeuer dazu, dieser schreckliche Brand, der Tausende von Menschen, praktisch alle 13.000 Menschen, obdachlos gemacht hat. Und Sie sehen im Hintergrund, die Menschen schlafen hier am Gehsteig auf der Straße, haben ein paar Zelte, ein paar Decken gerettet. Es gibt hier keine medizinische Versorgung, es gibt hier kein Wasser, kein Essen. Die letzte Tankstelle, wo wir noch Essen und Wasser kaufen konnten für die Menschen, hat vorher zugesperrt. Die Stimmung ist sehr explosiv, sehr aggressiv. Die Polizei lässt niemanden raus und die Hilfsorganisationen kommen auch nicht rein. Und es laufen hier überall kleine Kinder herum. Sie sehen das vielleicht irgendwie auch im Hintergrund bei mir, vollkommen allein auf sich gestellt, sehr viele von denen. Und ja, die Situation ist ohne Perspektive, es ist aussichtslos und ich frage mich, wo diese viel angekündigte Hilfe ist. Es wurde uns auch schon berichtet, dass ja, viele der Flüchtlinge versuchen, sozusagen in die Hauptstadt der Insel vorzudringen. Dann gäbe es aber immer wieder Inselbewohner, die sie daran hindern wollen. Auch Gewalt wäre quasi schon an der Tagesordnung. Eine Reporterin der Deutschen Bild-Zeitung hat uns vor kurzem das so geschildert, es wären selbst bürgerkriegsartige Zustände denkbar, weil die Situation einfach so am Eskalieren ist. Stimmt das? Ist Gewalt schon an der Tagesordnung gegen die Geflüchteten oder auch untereinander, wie auch immer? Die Flüchtlinge hier sind in erster Linie verzweifelt, traumatisiert, orientierungslos und schlicht ja, nicht wissend, wie es mit ihnen weitergeht. Das heißt, ich glaube, sie haben schlicht keine Kraft, aggressiv zu sein. Womöglich sind sie aber innerlich wütend. Tatsächlich wissen wir aber von Angriffen von rechtsextremen Gruppen auf die Flüchtlinge auch erst gestern Nacht. Die Polizei lässt hier niemanden raus, weil sie sagen, es ist Corona-Gefahr und man möchte natürlich auch nicht, dass es hier zu Eskalationen mit der Bevölkerung kommt. Es gab heute hier im Camp eine friedliche, auch wenn sehr laute Demo, weil es den Menschen hier langsam reicht und sie einfach sagen, sie brauchen Wasser, sie brauchen Versorgung, sie wollen wissen, wo sie die nächsten Tage übernachten werden. Es ist nicht einfach kein Zustand hier. Vielleicht könnten Sie die Kamera ein wenig nach oben geben, damit wir auch mal Ihre Augen sehen. Wir sehen jetzt immer nur Ihren Mund. Sehr gut. Und wir sehen jetzt auch schon die Menschen im Hintergrund. Vielleicht noch ein ganz kleines Stück nach oben die Kamera, damit wir Sie ein bisschen besser im Bild haben. Genau, so gern bleiben. Eigentlich hat ja Österreich schon ausgeschlossen, Flüchtlinge aufnehmen zu wollen. Was sagen Sie dazu, zu dieser Meinung? Ich weiß nicht, wie lange wir uns noch streiten wollen in Österreich. Fakt ist, dass wir dringend was tun müssen hier vor Ort. Nochmals, die Menschen haben keine medizinische Versorgung. Sie haben nicht einmal Wasser zum Trinken. Und in Griechenland ist es bekanntlich noch recht heiß. Also wir müssen mal schauen, wie wir die Menschen hier notversorgen in erster Linie. Natürlich müssen wir auch überlegen, wie wir diese Menschen hier rausholen. Ich habe von Anfang an viele NGOs, Hilfsorganisationen, aber auch andere Länder gefordert und Parteien gefordert, dass wir die Menschen hier dringend evakuieren müssen. Es ist im Moment nicht klar, wo man sich hinbringen kann. Und da hat Europa, da haben die europäischen Mitgliedstaaten natürlich eine Verantwortung zu sagen, wir hätten die Ressourcen, Menschen aufzunehmen. Wir hätten die Ressourcen, ein paar Kinder hier aus dieser Höhle rauszuholen. Und ich bin noch immer der Meinung, ja, Österreich sollte sich daran beteiligen. Wie sehen Ihre Pläne vor Ort aus? Wie können Sie helfen? Ich habe versucht, natürlich hier ein paar Menschen selbst zu versorgen, nachdem hier keine Hilfsorganisationen reinkommen. Das ist das eine. Es gibt wirklich drastische Situationen, wo sich schwangere Frauen irgendwie an meine Füße, ich weiß nicht, fast binden wollen und mich um Hilfe anflehen. Das heißt, es gibt irrsinnig viel zu tun hier vor Ort. Das ist das eine. Das andere ist, ich möchte es sichtbar machen. Ich möchte Europa aufrütteln. Ich möchte nicht, dass wir wegschauen, weil wir
einfach uns hier am europäischen Boden befinden und wir nicht sagen werden können, wir haben es nicht, wenn die Situation endlich eskaliert.